check. Yo, TTTC, mode, yo, décor, check. Yo, TTTC, 2000007, check. Yo, TTTC. Also wie ich sehe, bist du ja schon sehr 50er Jahre mäßig angezogen, hohe Taillenbund, diese Polkadots, steht dir sehr gut. Schön, dass man das erkennt. Mode bedeutet für mich Selbstdarstellung, also zeigen, wer ich bin. Es ist auch Kommunikation. Ich sage damit, was mir viel bedeutet, zeige meinen Lifestyle und irgendwo auch ein Ausdruck von Kreativität. Hallo. Hi. Was bedeutet Mode für dich? Also es ist nicht der wichtigste Punkt für mich, aber ich ziehe mich schon gern gut an und so, dass es einigermaßen zusammenpasst. Was erwartest du heute von der Show, von den Nachwuchsdesignern? Ich bin echt gespannt. Das ist jetzt so die erste Sache, die ich mir hier angucke bei der Fashion Week. Ich hatte vorher keine Zeit, aber ich war die letzten Jahre auch irgendwie immer auf dieser Becks Fashion Show und ich fand es immer interessant. Was erwartest du von der heutigen Becks Fashion Experience? Experience würde ich sagen, oder? Ja. Hast du dir schon mal was mitgenommen? Oder besser gesagt im Nachhinein was von einem Designer gekauft, der hier mal mitgemacht hat? Ich müsste lügen, aber ich glaube hier nicht. Aber bei anderen Shows ist das schon durchaus mal vorgekommen und vielleicht inspiriert mich das heute Abend zum Kaufen. Ich bin jetzt, glaube ich, vierte Mal hintereinander bei der Becks Fashion Show und was ich jedes Jahr gemerkt habe, ist, dass ich eben die Designer nie kannte und jedes Mal positiv überrascht war. Es waren immer so Sachen dabei, die dann in der Kombination oder was die Schnitte betrifft, gar nicht so weit weg waren teilweise von dem, was bei mir zu Hause rumhängt. Wenn ich dann von der Fashion Week, von den Shows nach Hause komme, dann denke ich mir, jetzt holst du es raus und versuchst es irgendwie mal zu kombinieren. Und dann laufe ich immer 4 Wochen ganz crazy rum, bis mich wieder der Mut verlässt. Liebe Fotografen. Wir sind überhaupt nicht lieb. Ja, ich weiß. Erwartet ihr heute was Besonderes von der Show? Wir erwarten nie was. Also es passiert dann einfach. Okay. Lass uns immer überraschen. Genau. Und was soll kommen? Ich hoffe etwas Julie Tolles. Delpy. Ja. Ich hoffe etwas Gutes. Tolle Models. Gute Models. Eine schöne Show. Was erwartest du von der heutigen Modenschau? Ich erwarte mir eine Menge Spaß, ich erwarte schöne Mode zu sehen, nette Leute zu treffen und lecker Bierchen zu trinken. Was trägst du denn heute? Ich habe heute ein T-Shirt von Echo an, habe eine Kleptomanics-Hose an, Adidas-Schuhe und eine alte Goose-Jacke. Sieht sehr gut aus. Und drunter? Drunter habe ich ja Haare, noch ein paar. Wie, nur Haare und das war's? Haare und ein T-Shirt, ja. Schön siehst du aus. Hallo. Was hast du denn heute an? Also es sind alles eigene Kreationen. Das ist von einer sehr guten Freundin, das sie mir mal vor 20 Jahren geschenkt hat. Das ist, also eigentlich habe ich hier keine dicken Markennamen dran. Das ist wirklich wahnsinnig teure, was ich anhabe, ist mein Phönix. Das ist eine Brosche, die sehr, sehr teuer war und sehr, sehr alt ist. So sieht es in den 20er Jahren. Also es ist eigentlich mit das teuerste und mein Chanel-Nagellack vielleicht noch an mir. Das ist für mich auch Mode. Also Marken, Namen, das ist eine schöne Sache, aber das ist für mich nicht Mode. Mode ist für mich aus dem Style, den man hat, aus den Möglichkeiten, die man hat, das Maximum rauszubringen und vor allem seinen eigenen Style zu entwickeln, weil alles andere kann ja auch jeder anhaben.